Diagnose Lungenkrebs. Ein Befund, der erhebliche Auswirkungen auf die Betroffenen hat. Nicht nur für die Patienten selbst, sondern auch für die Angehörigen beginnt mit dieser Nachricht eine Zeit, die von schwerwiegenden körperlichen und psychischen Belastungen geprägt ist. Die Heidelberger Meilenstein-Kommunikation, kurz HEIMEKOM, ist ein strukturiertes und vorausschauendes Kommunikationskonzept, das Lungenkrebspatienten und ihre Angehörigen über den Krankheitsverlauf begleitet und kontinuierlich betreut. Das Besondere daran ist, dass Ärzte und Pflegekräfte wichtige Patientengespräche, die typischerweise in den unterschiedlichen Phasen des Krankheitsverlaufs auftreten, die sogenannten Meilensteingespräche, gemeinsam führen und gemeinsam dafür trainiert werden. Zwischen diesen Gesprächen erfolgt zusätzlich eine telefonische Beratung durch speziell geschulte Pflegekräfte, das onkologische Beratungsteam. Veränderungen bei Symptomen werden dadurch früh erkannt und individuell und situationsspezifisch behandelt. Wenn man sich die Situation des Patienten und der Angehörigen vorstellt, ist es so, man steht auf einmal vor so einem Punkt, wo eine Situation sehr unsicher ist, die eigene Gesundheit und das eigene Weiterleben betrifft. Es ist eine existenziell kritische Situation. Und da geht es dann darum zu schauen, wo sind meine Anknüpfungspunkte, um in dieser Unsicherheit die Inseln der Sicherheit zu finden. Ja, es ruft dann einer aus dem onkologischen Beratungsteam an, ist ein Follow-up, führt ein Follow-up-Gespräch und fragt einfach, kann ich was tun oder wie es geht, fragt einfach nach. Und das kann sehr entlastend sein. Es ist wichtig, dass die Information, die dann auch in den gemeinsamen Gesprächen sich kristallisiert, verstetigt wird, dokumentiert wird, sodass jeder, der mit dem Patienten und Angehörigen zu tun hat, weiß, aha, so ist der Stand, aha, so gehen die Betroffenen im Moment mit der Situation um. Und das kann dann auch verfügbar gemacht werden für die weiterbetreuenden Kollegen und Kollegen im niedergelassenen Bereich, sodass HEIMEKOM eine neue Dimension des Blicks und der Betreuung in der Situation ermöglichen kann. Ich bin hier sehr, sehr gut aufgehoben. Ich fühle mich hier auch sehr gut. Das Pflegepersonal ist traumhaft, hilfsbereit, sehr kundig und menschlich. Und das tut einem bei so einer Krankheit sehr, sehr gut. Auch die Ärzte sehr ehrlich, wenn man das wünscht. Und ich bin ein Mensch, ich möchte das wissen. Die Angehörigen werden ja mitbetreut. Das ist ja auch so ein neues Konzept, wenn ein Patient in der Klinik liegt oder beim Hausarzt ist, dann ist er der Patient. Und unser Fokus vom onkologischen Beratungsteam liegt halt nicht nur auf dem Patienten, sondern auch auf den Angehörigen. Und das finde ich auch einen wichtigen Punkt. Was ich schon öfter erlebt habe, ist, dass ich eben Patienten zu Hause anrufe und eigentlich nichts großartig erwarte und dann aber am Telefon schon höre, oh, der Patient hat schlimme Luftnot, kann kaum einen Satz zu Ende sprechen und ich denke, okay, wie geht's Ihnen? Und er sagt, nee, mir geht's überhaupt nicht gut, mir geht's schon seit 2 Wochen nicht gut und ich kriege keine Luft und ich denke mir, ja, warum rufen Sie nicht an, warum kommen Sie nicht vorbei? Ja, ich habe doch erst in einer Woche einen Termin und die Patienten sind unsicher, die wissen oft nicht, was ist noch normal, was gehört jetzt dazu, was muss ich aushalten. So gab es, wir haben es einmal durchgezählt, ich glaube im letzten Jahr 8 Aufnahmen, die nur aufgrund von Telefongesprächen stattgefunden haben. Das Schönste ist eigentlich, dass ich genau weiß, wann irgendwas ist und ich weiß nicht weiter, dann rufe ich hier an. Und es ist wunderschön, wenn Sie zu Hause sitzen und plötzlich ruft die Frau Müller an und sagt, Frau Heinz, wie geht es Ihnen? Um die Patienten in ihrem Krankheitsverständnis zu unterstützen, sind Gespräche über die begrenzte Prognose und die Therapieziele besonders wichtig. Dabei geht es vor allem um vorausschauende Versorgungsplanung für die letzte Lebensphase. Wir beraten nämlich schwer erkrankte Menschen in ihrer Lebenssituation, das Erklären und Nahebringen der Therapie, der Prognosen, was kann bestens passieren, was kann im weniger guten Falle passieren, sodass sich ein Mensch auch in seine Lebenssituation darauf einstellen kann. Ich mag keine Menschen, die sagen, ach komm, das wird schon wieder. Meine Krankheit ist unheilbar. Und das sollte man sich auch im Klaren sein. Seit einigen Jahren wächst die Bedeutung der interprofessionellen Zusammenarbeit und Kommunikation in der Gesundheitsversorgung stetig.
Durch die engere Vernetzung und Abstimmung der Professionen, die an der Patientenversorgung beteiligt sind, steigt die Versorgungsqualität. Die Patienten in ihrer Ganzheit rücken stärker in den Mittelpunkt, was die Lebensqualität der Patienten und ihrer Angehörigen verbessert. Dadurch, dass wir Gespräche auch im Tandem führen, können wir uns auch austauschen und das ist wiederum für uns entlastend. Es gibt sehr viele Barrieren tatsächlich auch zwischen den Professionen. Deshalb ist ja die Stärkung der interprofessionellen Zusammenarbeit auch ein so wichtiges Thema. Wir können von den Ressourcen, die wir haben, noch viel mehr herausschöpfen, wenn wir die Zusammenarbeit stärken. Wir haben mit dem Konzept hier in der Onkologie, in der Thoraxklinik begonnen. Aber wir sind fest davon überzeugt, dass nicht nur Patienten mit metastasiertem Lungenkrebs davon profitieren, sondern auch Patienten mit anderen fortgeschrittenen Krebserkrankungen. Und ich persönlich bin auch fest davon überzeugt, dass es auch ein sehr wichtiges Konzept ist für auch andere Patienten mit anderen fortgeschrittenen Erkrankungen, die keine Krebserkrankungen sein müssen. So wie es hier läuft, läuft es gut. Was ich an Erfahrungen gemacht habe, und ich würde eigentlich jedem Patienten, der schwer krank ist, so ein Betreuungsteam wünschen. Ich wünsche Heimikom, dass es in die Breite der medizinischen Landschaft gehen kann und damit für alle, die in diese Situation hineinkommen können, eine gute Qualität der Betreuung möglich wird.